Ich bin Metzger mit Leib und Seele, Metzgermeister mit Leib und Seele. Ich mache das eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ich liebe Eigenproduktion, einfach das alte, klassische Metzgertum. Nee, wir konzentrieren uns auf unsere Burner, ich würde es mal so sagen, wo eine Menge dahinter steht, und die machen wir dann gescheit, die machen wir mit Freude. Da haben wir einen großen Absatz hinten, das rentiert sich dann auch für uns. Unsere Weißwurst dürfen wir nur in Bayern machen, weil wir sind die Einzigen, die was das können. Da machen wir so ca. 25.000 Stück in der Woche, und das steckt auch die Menge dahinter, und darum rentiert sich das auch für uns. Wir haben auch Kundschaft direkt von München Zentrum, die was extra wegen der Weißwurst zu uns herfahren. Unsere Bratensülze, auch da ziehen wir einen richtig großen Kundenkreis heran. Das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Da wollen wir wirklich hier die Leute animieren, die zum Kaufen, weil es einfach die nur bei uns gibt. Auch ein Klassiker bei uns ist unser ausgemachter Schweinebraten mit Kruste. Da verkaufen wir mittlerweile so 200 Kilo in der Woche. Also hier in Bayern kocht man noch klassisch. Da haben wir die Hausfrauen, die was hier noch die Bräten machen. Und aber auch den Stehkunden kommt immer mehr. Sonnenpute ist eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal bei uns von der Rebe. Haben wir besondere Fütterung und auch von der Haltungsform, die Dreier Haltungsform. Ganz wichtig ist, dass man die Mischungsverhältnis, dass die stimmt zwischen Erfahrenen. Wir haben zum Beispiel 6 Metzgermeister und auch junge Auszubildende, die was den Beruf noch lernen wollen. Ja, ich hoffe schon, dass besonders durch unsere Eigenproduktion wir die Kunden so animieren können, dass einmal die jungen Leute neugierig werden und vielleicht auch mal sagen, Mensch, das würde mich interessieren, den Beruf, das macht Spaß, der kann geil sein.